Als die Mauer fiel, im Herbst 1989, da flohen auch die Ausländer von Ost nach West. Sie hatten Grund dafür. Seine Farbe kennst du nicht, ist sie schwarz und hässlich, ja dann schlag ihm ins Gesicht, das ist kein Mensch, das ist ein Arm. Denk nicht lang nach, mach einfach paff, das ist kein Mensch, das ist ein Arm. Denk nicht lang nach, mach einfach paff. Ob schwarz oder gelb, in der ehemaligen DDR jagen Rechtsradikale heute alles, was anders ist. Kein Tag vergeht, an dem Ausländer nicht angepöbelt, drangsaliert, geschlagen oder gar lebensgefährlich verletzt werden. Beispiel Wittenberge. Hier überfielen in der Nacht vom 2. auf den 3. Mai 3 Dutzend rechtsradikale Jugendliche das örtliche Wohnheim für Reichsbahnlehrlinge aus Afrika. Das mit Messer und von anderen Fenster unten. Und David ist von diesem Balkon nach diesem Balkon gesprungen. Auf der Flucht vor den bewaffneten Jugendlichen, nicht nur Skinheads, schafften es 3 der 5 Namibier, sich vom Balkon abzuseilen. 2 waren zu langsam und wurden von den Nazis hinuntergestoßen. Hier ist der Lukas, der afrikanische Bergtäter, von der 5. Etage runter und mit dem Körper hier auf diese Einfassung gestürzt. Ich nehme an, dass er hier mit dem Körper auf ist und diese Delle mit dem Gesicht, aber ist nicht erwiesen. Da unten hat er gelegen, nach dem Absturz. Die beiden überlebten. Der 18-jährige Lukas erlitt einen Schädel- und Kieferbruch. Der gleichaltrige Jona zahlreiche Knochenbrüche. Es ist nicht sicher, ob er jemals wieder laufen können wird. Beide sind seit etwa einem Jahr in Deutschland, nahmen teil an einem Entwicklungshilfeprogramm. Ihre Erfahrungen nehmen sie mit nach Hause. Einer hatte eine Pistole. Die hat fast alle Messe. Und die sagen, komm, komm. Und einer hat mich gestrissen. Ich weiß nicht. Wieso? Ich war nicht auf der Disco. Solche Szenen sind heute an der Tagesordnung in Deutschland Ost. Vor allem auf Polen hat man es abgesehen. Die Nacht vom 7. auf den 8. April. Neonazis empfingen die ersten Reisenden aus Polen nach Wiedereinführung der Visumfreiheit mit Knüppeln und Steinen. Es blieb nicht bei den Gewalttaten dieser einen Nacht. Besuch bei der Familie Mazurek in Slubice, gegenüber von Frankfurt auf der anderen Seite der Oder. 2 Wochen nach Öffnung der deutsch-polnischen Grenze fuhr der 31-jährige Vater mit seinem 5-jährigen Sohn zum Verwandtenbesuch nach Berlin. Auf der Rückfahrt streikte das Auto und sie mussten auf einem Parkplatz auf Hilfe warten. Doch statt des ADAC tauchten plötzlich 5 Männer auf und fielen mit schweren Steinen bewaffnet über den Mann her. Das Kind sah zu. Als ich meinen Sohn gesehen habe, war blau im Gesicht von Wunden. Ich kann keine Worte finden, um das zu beschreiben. 5 Verletzungen auf dem Kopf. Das Kind völlig unter Schock, aufgeregt. Das kann man gar nicht beschreiben. Im Krankenhaus von Zeitz in der Nähe von Leipzig liegen ebenfalls 2 Polen, die Opfer tätlicher Angriffe von Deutschen wurden. Vor dem Wohnheim des Braunkohlewerkes Deuben, in dem sie arbeiten, lauerten ihnen in der Nacht vom 3. auf den 4. Mai 7 Männer mit Eisenstangen auf. Vielleicht haben sie uns geschlagen, weil die Leute hier arbeitslos sind. Und bei uns gab es auch die Arbeitslosigkeit. Aber ich weiß nicht, warum eigentlich. Die haben geschrien, wir sollen zurück nach Polen. Veranstaltung von ost- und westdeutschen Neonazis zum 1. Mai in Cottbus.
Sie machen aus ihren Absichten keinen Hehl. Auch die Vietnamesen in der Ex-DDR leben in Angst. Nach der Wiedervereinigung verloren 90% der einst im Namen sozialistischer Gemeinsamkeit ins Land geholten Vietnamesen ihren Arbeitsplatz. Obwohl viele von ihnen noch nicht die vertraglich vereinbarte Zeit von 5 Jahren hinter sich haben, sind sie jetzt ohne Einkommen. Und ohne Job verlieren sie auch ihren Platz im Wohnheim. Wer nicht zurück will, versucht sich im Straßenhandel. Doch das ist zunehmend risikoreich. Übergriffe gegen die im Ostjargon sogenannten Fidschis häufen sich. Zum Beispiel hat einmal, ich verkaufe in Straße, dann 15, ungefähr so 15, die Schlechtmenschen kommen, dann sage, Fidschi, verkauf hier. Dann ich gucke, dann machen sie, nimm weg, dann alle weg. Ich laufe, dann nimm wieder. Dann sagt er, die Ausländer muss raus. Dann alle nehmen weg. Ich nur gucke. Oft ist es ihre eigene Not und Perspektivlosigkeit, die Jugendliche in die Reihen der Neonazis treibt. Hass und Ressentiments gegen Ausländer, gegen Minderheiten überhaupt, sind oft Ventil für die eigene Verzweiflung. Und so ziehen Skinheads, Neonazis, Hooligans in Gruppen durch die Städte. Auf der Jagd nach allem, was anders ist für sie und fremd. Den kennen wir. Ich bin hier zusammengeschlagen worden. Wir beide sind zusammengeschlagen worden. Weil wir in der Kneipe angeblich als schwul erkannt worden sind. Wir haben keinerlei Sachen hier gemacht, die in irgendeiner Weise auf Schwulsein hindeuten sollte. Wir wollten zwei Bier trinken. Ich gebe auch zu, dass ich schwul bin. Das ist eine andere Geschichte. Wir wollten zwei Bier trinken und dann auf unserer Bahn warten. Brauchen Sie sein aus? Mehr war es nicht. Können wir das nochmal machen? Ja, hier. Müssen wir die erstmal zeigen? Natürlich. Die da drin sind? Ganz klar. Das ist mein Ausweis. Und hier in der Kneipe sitzen die Leute noch drin. Also einen weiß ich ganz bestimmt. Ja. Wenn nicht wirklich rausgefetzt bist. Nee, da bin ich schon sehr, sehr aufmerksam. Mal sicherlich, wir sind hier nach Frankfurt oder gekommen, weil wir einfach uns mal hier das alles ansehen wollten. Wir haben eine sehr positive Erfahrung gemacht. Ja. Eine sehr schöne Stadt, sehr, sehr nette Leute. Aber das, was wir hier erlebt haben, das habe ich in ganz Europa nicht erlebt. So von Rassismus habe ich nicht erlebt. Und ich bin einiges rumgekommen. Ja. Wie ist denn das passiert? Ich sage dir ganz einfach, wir sind jetzt hingewiesen. Der eine Schwarze sagt zu mir, ach, krieg mal die Schwulen. Wir setzen uns hin, trinken unser Bier, zahlen. Und wir gehen raus und er macht mich an, du Schwuler. Er hat gesagt, na, kick dich doch mal an. Ich meine, Minderheit ist Minderheit, ja? Ja. Und dann sind wir raus und wir waren kaum draußen, fingen die an, uns anzugreifen. Aber zu fünf. Mit 6, 7 Leuten nur. So, 6 oder 7 Leute, die darf ich nicht mehr zählen können. Nee, da können wir nicht mehr zählen. Konflikte, wie sie sich immer häufiger abspielen. Tätersuche im Bräulereck. Die Schläger flüchten nicht. Sie wissen, dass sie sowieso nicht viel zu befürchten haben. Die Polizei ist völlig überlastet. Der ist gar nicht hier. Der ist gar nicht hier. Ey, aber erstmal würde ich fragen. Guck mich an. Da kommt wieder rein. Draußen werden die beiden Opfer mittlerweile notdürftig verarztet. Das Bier im Bräulereck, sie bezahlten es mit Platzwunden und Prellungen. Die Tätersuche der Polizei. Sie blieb wieder einmal erfolglos. Nach Aufnahme der Personalien verschwinden die Polizisten in der Dunkelheit.
gegen 24 Uhr. Abtransport im Sanitätswagen. Der Rest der Reise in Deutschlands Osten wird im Krankenhaus von Frankfurt-Oder zugebracht.